Heute geht es um die Idee der Verkaufskybernetik. Kürzlich kam jemand zu mir und sagte: Umberto, hast du mir nicht noch eine Idee, wie man in der jetzigen Zeit, weißt, mit einer guten Dienstleistung und einem guten Produkt richtig Geld verdienen kann? Da habe ich gesagt: Ja, die habe ich dir. Dann schaut er mich ganz erwartungsvoll an und sagt: Ja, was ist denn das für ein Produkt? Dann sage ich: Ja, nimm deins. Schaut mich so ganz entgeistert an und sagt: Umberto, das habe ich ja schon, mit dem verdiene ich ja nicht so gut, ich komme gerade so über die Runde. Dann sage ich: Ja, aber überleg dir mal, es gibt doch auch in deiner Branche Leute, die wirklich erfolgreich sind und noch gutes Geld verdienen. Stimmst du mir zu? Sagt er: Ja, das schon. Siehst du, und so ist es bei jeder anderen Branche auch. Ich kenne keine Branche, ich kenne kein Produkt, wo es nicht Einzelpersonen oder Firmen gibt, denen es wirklich gut läuft. Dann hat er gesagt: Ja, aber Umberto, bei mir geht das nicht. Dann sage ich: Du stellst mir die Frage falsch. Frag mich doch, was kann man generell tun, damit es geht? Dann schaut er mich schon an: Ja, wie meinst du das? Ja, frag mich doch das. Ja, was kann man tun, damit es geht? Dann sage ich: Beschäftige dich doch mit dem Gedanken Verkaufskybernetik, weil du hast gerade eine Dienstleistung, wo man ganz gut das Potenzial mehr ausschöpfen kann. Du hast diesbezüglich ein sehr hervorragendes Produkt. Und ich möchte da ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte erzählen. Es ist viele Jahre her, viele, viele Jahre her. Meine Kinder waren dort noch klein. Und ich habe für 4 Wochen ein Wohnmobil gemietet. Und das Ziel war, nach Sardinien zu gehen, dort mit dem Wohnmobil und den Kindern, mit der Familie, so von Campingplatz zu Campingplatz zu gehen und natürlich das Leben zu genießen. Und ich habe in den 70er Jahren, Ende 70er Jahren, hatte ich mal gesurft. Mein Vater hatte dort so ein Mistral-Brett, hat mir das geschenkt und dachte ich: Okay, dann nehme ich doch dieses Brett und das ist ja ganz genial. Dann habe ich meinen Vater angerufen, das war Ende 80er Jahre, und habe gesagt: Papa, ich hole das Brett bei dir zu Hause jetzt, ja, und die Segel und alles, damit ich surfen gehen kann auf Sardinien. Dann war er ein bisschen verlegen und sagt: Du Sohn, ja, ich hab das Brett fortgeworfen. Dann sage ich: Oh mein Gott, ja, okay. Die Segel hast du ja noch? Ja, die habe ich noch. Mast auch, ja. Gabelbaum auch, ja. Okay, kaufe ich mir ein neues Brett. Da ging ich in verschiedene Surfgeschäfte und ich ging eigentlich immer so mit der gleichen Idee rein. Ich wollte so ein großes, langes Brett mit sehr viel Auftrieb, wie das in Ende der 70er Jahre bei diesen alten Mistral-Brettern der Fall war. Und die haben mir dann da so Bretter gezeigt, so unterschiedliche, und wie die meisten Verkäufer sind, ihr Ziel ist ja nicht zu verkaufen, ihr Ziel ist ja zu zeigen. Und die haben mir diese Bretter gezeigt. Und ich ging dann wieder raus und dann kam ich, das war in Winterthur, in Wülflingen, das war so ein schönes Surfgeschäft, ich komme dort rein und ein sehr freundlicher Österreicher hat mich da bedient und der hat die Verkaufskybernetik, wie ich sie heute schule, wirklich gelebt. Weil die Idee der Verkaufskybernetik ist die automatische Steuerung Richtung Ziel im Verkauf. Also nicht nur eine Sache anstreben, zum Beispiel den Kunden freundlich bedienen und beraten, sondern auch noch zu schauen, dass man das Richtige findet, dass er kauft und dann noch zu schauen, was gibt es eigentlich noch für ein Potenzial? Und die Idee ist nicht des Verkaufens willen. Die Idee ist zu schauen, dass der Kunde auf der einen Seite Schmerzen, also mögliche Probleme vermeidet und auf der anderen Seite Freude gewinnt. Okay, was hat dieser Mann gemacht? Ja, er ist hingegangen, als ich ihm die Geschichte erzählt habe, dass ich so ein großes Brett brauche, hat er gesagt: Jetzt würde mich mal etwas interessieren, Herr Sachser. Er hat mich in der Zwischenzeit nach meinem Namen gefragt. Jetzt würde mich etwas interessieren, Herr Sachser. Möchten Sie Paddelboot fahren oder möchten Sie surfen?
Dann schaute ich ihn so ein bisschen entgeistert an und sagte, ja, das meinen Sie mit Paddelbootfahren? Dann sagte er, ja, wissen Sie, wenn Sie so ein großes Brett möchten und das Ziel ist, dass Sie Ihre Kinder hinten auf das Brett auch noch draufnehmen können während dem Surfen, ja, darum möchten Sie so ein großes, dann sind Sie nicht wirklich am Surfen, dann sind Sie im Prinzip am besseren Paddelbootfahren. Möchten Sie das? Sag ich, ja, ich möchte schon surfen. Dann sagte er, dann brauchen Sie etwas Kleineres, Feineres und für die Kinder braucht es auch ein kleines Gummiboot, wo man dann notfalls nachziehen kann. Und somit wurde das Brett kleiner, feiner und er hat dann mich schön ergründet, hat mir dann das richtige Brett gezeigt und ich habe gesagt, okay, das nehme ich. Dann hat er gesagt, wunderbar, und jetzt brauchen Sie noch die Segel. Dann schaute ich so ein bisschen in den Geister an. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die Segel noch habe. Dann schaut er mich an und sagt, Herr Sachs, das würde mich mal etwas interessieren. Wenn Sie ein neues Auto kaufen, bauen Sie dann auch den alten Motor ein? Habe ich einen Moment überlegt, sage ich sicher nicht. Sagen Sie, das Segel ist der Motor beim Surfen. Und somit habe ich mit ihm geschaut in dem Sinn, was es für ein Segel gebraucht. Ich habe so ein mittleres Segel genommen, 5,6 Quadratmeter. Dann hat er gesagt, okay, jetzt brauchen Sie noch den Baum, weil der alte Baum und den Masten, die gingen natürlich nicht mehr. Und somit wurde ich Besitzer von einem Segel, von einem Masten und einem Baum. Und die drei Dinge kosten mehr als das Brett. Dann hat er gesagt, okay, jetzt möchte ich Ihnen etwas erzählen, Herr Sachse. Wenn man in Sardinien ist, gibt es Leute, die am Morgen rausgehen, wenn der Wind noch klein ist, zum Beispiel mit so einem Segel so groß wie Sie, und sie stören sich dann daran, dass die anderen immer an ihnen vorbeisegeln. Und dann macht es nicht so richtig Spaß. Dann gibt es einen kurzen Moment, wo der Wind stimmt, ja, dann ist man glücklich mit dem Segel und dann kommt das Allerschlimmste, dann kann man nicht mehr segeln, weil der Wind ein bisschen mehr aufgefrischt hat, weil das Segel zu groß ist, weil man es nicht mehr halten kann und dann darf man zusehen, wie die anderen segeln. Jetzt möchten Sie das so erleben in Sardinien? Dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich sicher nicht so erleben. Dann habe ich gesagt, ja, dann brauchen Sie ein kleineres Segel und ein größeres Segel. Und somit bin ich Besitzer geworden von zwei zusätzlichen Segeln. Und hat er gesagt, schauen Sie, in Sardinien gibt es auch wieder unterschiedliche Menschen. Es gibt solche, die ziehen am Morgen das eine Segel auf, in ihrem Fall das große. Dann kommt der Wind ein bisschen stärker, dann macht man das kleinere. Dann hat man natürlich eine gewisse Zeit, bis es umgerickt ist, währenddem surfen dann die anderen. Dann kann es sein, dass der Wind wieder, noch wieder ein bisschen abschwächt, dann ist man wieder am Umricken, dann wird er stärker, ist man wieder am Umricken. Also genau genommen, während eines Surftages ist man permanent die Segel am Umricken. Ja, es gibt andere, die ricken am Morgen drei verschiedene Segel auf mit den Masten und dann kommen sie rein. In 3-4 Minuten hat man das eine Segel abgelegt, das andere Segel genommen und dann ist man wieder draußen und so macht es mehr Spaß. Möchten Sie zu denen gehören, die umrichten, oder möchten Sie zu denen gehören, die mehr Spaß haben? Und somit wollte ich zu denen gehören, die mehr Spaß haben, und dann wurde ich Besitzer von zwei zusätzlichen Masten und zwei zusätzlichen Gabelbäumen. Zwei zusätzlichen. Und was ganz genial ist, was er gemacht hat, und das lerne ich heute in der Verkaufskybernetik extrem gut auch, er fabriziert den sogenannten 1-Minuten-Verkauf. Er erklärt kurz, um was es geht, er erklärt die Problematik, er erklärt den Nutzen, wenn man die Problematik löst und am Schluss testet er ganz konkret die Kaufbereitschaft. Und das macht er natürlich ganz genial und somit fällt es mir leicht, im Prinzip Ja zu sagen zu dem, was er sagt. Aber er ist noch weitergegangen, hat er gesagt, Herr Sachser, jetzt ist es so. Jetzt brauchen Sie noch ein Trapez. Dann habe ich gesagt, was, ein Trapez? Ja, einfach der guten Ordnung haben. Ein Trapez ist etwas, im Surfen hängt man so im Ganzen drin. Das ist so ein Gestellchen, wo man das so anhängt. Dann sagt er, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe noch ein Trapez. Dann sagt er, ja, Sie haben eins aus den 70er Jahren, wo man da oben anmacht. Dann sagt er, ja, schauen Sie jetzt, haben Sie komplett eine neue Ausrüstung. Und sind der Einzige, der noch mit so einem alten Trapez fährt. Niemand! Und somit wurde ich Besitzer von einem neuen Trapez und natürlich die dazugehörenden Schlaufen für alle Bäume. Und dann hat er gesagt, okay, und jetzt brauchen Sie noch Schuhe. Dann habe ich gesagt, ich brauche doch keine Schuhe. Dann sagte er, ja, denken Sie.
jetzt, Sie wissen ja, in Sardinien, wenn man ins Wasser steht, hat es entweder Muscheln oder diese Seehunde. Ja. Jetzt ist es so, die Leute beginnen am Montag mit dem Surfen. Nach dem ersten Mal, wenn sie zurückkommen, stehen ab. Und die Chance, dass man entweder einer diesen Muscheln erwischt oder einer diesen Segeln, ist überproportional groß. Was passiert? Man hat die Füße zerschnitten und man sieht zu. Ja. Jetzt gibt es Leute, die zusehen und Leute, die ganze Zeit diesbezüglich keine Probleme haben. Zu welchem möchten sie gehören? Und somit wurde ich Besitzer von Schuhen. Dann hat er gesagt, und jetzt noch der Anzug. Dann sage ich, aber sieh, dort ist es ja warm und so weiter. Sagt er, ja, ja, wenn es Wind hat, überlegen Sie mal, zieht der Wind immer daher, dann sind Sie so erkältet und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass nach ein paar Tagen das Probleme gibt. Mit einem Anzug haben Sie es wirklich gelöst. Hätten Sie es gerne wirklich gelöst. Und somit wurde ich Besitzer noch von einem Anzug. Und jetzt kann man natürlich denken, wenn man jetzt dazu sieht, das ist ja bescheuert, oder das gibt es ja nicht, oder das würde ich nicht mitmachen. Aber etwas habe ich danach erlebt. Er hat bei allem recht gehabt. Es gab die Leute, die sich die Füße zerschnitten haben. Es gab die Leute, die sich da den Rücken erkältet haben. Es gab die Leute, die permanent die Segel umrüsten waren. Und es gab die Leute, die die falschen Segel hatten, die nicht mehr segeln konnten. Und ich hatte wirklich den richtigen, richtigen, richtigen Spaß. Und das meine ich damit. Und da geht es genau darum geht es um die Verkaufskybernetik. Richtig Spaß zu haben. Es geht nicht darum, dem Kunden einfach etwas zu verkaufen. Es geht darum, zu schauen, dass der Kunde auf der einen Seite Schmerzen vermeidet und auf der anderen Seite Freude gewinnt. Und mein Name ist Umberto Sachser und seit vielen Jahren arbeite ich an diesem Thema. Und die Verkaufskybernetik diesbezüglich hat unglaublich gute Werkzeuge entwickelt. Und wenn du Lust auf mehr hast, geh doch auf meine Homepage www.umberto.ch. Dort findest du Hörbücher, dort findest du Bücher, dort gibt es Möglichkeiten von Seminaren. Ich mache zum Beispiel jeden Monat ein kurzes Gratis-Seminar. Es gibt auch Webinare. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, um in diesen Bereichen besser zu werden. Und so wie diesen Menschen, der nicht einfach nur gezeigt hat. Ich meine, es ist ja nicht nur so gewesen wie alle anderen, dass er kein Geschäft hat. Das Geschäft war ja x-mal größer. Und durch das ich dermaßen zufrieden war, habe ich später viele Leute auch an ihn weiterempfohlen, habe immer wieder dort gekauft. Also es hat sich für ihn wirklich gelohnt, über die Nasenspitze hinauszusehen. Und wenn du generell Freude hast an solchen Filmen, wie du jetzt auch siehst, es gibt bei mir noch eine Online-Plattform, die heißt www.eduno.com und dort gibt es weit über 1000 Lehrfilme. Ich sage es noch einmal, www.eduno.com, eduno.com. Und es gibt 50 Lehrfilme, die gratis sind. Du musst einfach deinen eigenen Account lösen, ja. Das ist alles, was du machen musst. Und ich denke, die Geschichte, oder ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Geschichte inspirieren und motivieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß. Dein Umberto Sachser.